Aber ich brauche halt geborgener Gegenstand, die Bälle, okay. Stimmt, ich habe auch noch keinen Platz gefunden, wo man jetzt hier in naher Umgebung irgendwie diese Larveneier vielleicht mitnehmen könnte. Aber wir brauchen so oder so diese. Nee, das. Ich immer ins falsche Menü. Kriegen wir. Das haben wir alles. Repariere. Nee, da kriegen wir auch nichts. Baupläne. Ja, okay, den hätten wir uns sparen können, vielleicht. Wenn es derselbe ist. Baupläne, Baupläne. NAV-Daten, Fabriküberschreibungs. Nee. Naniten. Nein. Nein. Also wir müssen diese Daten so oder so sammeln. 5000 Units, ja gut. Okay. Na gut. Ah, ich nehm's jetzt mal mit. Wo ist er denn? Reiten. Los geht's. Hier runter bitte. Es war unglaublich schön und schnell, aber ich möchte bitte da runter. Nehmen wir, holen wir uns die Daten, Lebenserhaltung aufladen. Jawohl, können wir ja gerade der Reise machen. Und wo war das jetzt? Hier. Zack, da ist es. Okay. Immerhin drei. Und ein Kabelbaum. Kriege ich hier die ganzen Kabelbäume hinterhergeworfen. Planetenkarte. Da kann man doch mehr stacken, ne? So, ja. Das mal alles da in diesem Frachtcontainer. Da sind zwei geborgene Daten. Das sind 15, 17. Packen wir es dahin. Gut. 21, 22 wäre schon nicht verkehrt, glaube ich. Da vorne. Wo ist er, mein Kollege? Hier. Und wir. Wo ist der Kopf? Da. Es sei denn, ich sitze verkehrt rum drauf. Na, kann ich das auch von unterwegs? Nein, na klar, nicht. Das wäre cool gewesen, so unterwegs, so ich baue was ab. Wäre schön. Hey, nice. Da vorne, den nehmen wir noch mit. Da wird es ja auch wieder in die Richtung gehen, dass wir da was brauchen. Na? Er hat so eine magische Anziehung zum Laser, ne? Also das Licht zieht ihn an. So muss das irgendwie sein. Achtzehn.
Das. Ach Gott, und dann halt alles wieder zurück, ne? Alles dann wieder zurück. Da ist auch noch was. Und ich sagte noch, geh nicht ins Licht, ja? Aber es wird ja nicht gehört. Es wird nicht gehört. So, 2, 3. Gut, dann nehmen wir den nach oben jetzt noch mit. Dann haben wir das hoffentlich gleich. Dann graben wir uns halt einen Tunnel. So. 3. Gut. Ist hier noch was in der Nähe? Nur zur Sicherheit. Man kennt's ja, ne? Nee. Ich würde behaupten, nein. Man denkt sich, es reicht und dann reicht's am Ende halt doch nicht, ne? Giftschutzmodul. Oh, das ist cool. Das ist schön. So, schön rechts auf deiner Seite bleiben. Ich morgen ja, ne? Aber er ist ein bisschen schwierig. Auch ein bisschen durchsichtig. So, komm. Das packen wir da rein. Wo ist denn? Warum? Ist halt eine Miezekatze. Hat ihren eigenen Kopf, ne? Da lang, Kollege. Hier lang. Da, ja. Und jetzt immer geradeaus. Ich glaube, Geld habe ich genug. Da verzichte ich jetzt mal drauf. Zumindest in-game. da geht's. Bong. Okay, da ist ein. Wäre zumindest was, wo wir mal gucken könnten, was da so gibt, ne? Wie man so schön sagt. Und vor allem, wo wir mal speichern könnten. Warte. Neugier. Twitch, was stimmt denn nicht? Neugier. Kann's mir nicht erklären. Ja, Neugier ist der Katze tot, das stimmt. Warum hat denn Twitch mit Neugier? Was ist denn neu? Oh. In welcher Welt ist denn da ein Problem mit neu und... Ich weiß es nicht. Neugier war es, ja. Und keine Ahnung. Ich kann es mir gerade nicht erklären.
Aber dadurch, dass es ja auch alles mehrsprachig ist und ich sag mal, im amerikanischen Raum, da kriegt man vielleicht noch manches hergeleitet, aber wenn es jetzt zum Beispiel in die asiatischen Länder oder so geht, ja, da keine Ahnung, ne? Also, so, wo ist er denn? Habe ich da hier schon gedrückt? Ja, habe ich wohl. Oder auch nicht. Da ist er. Sturm löst sich auf. Sehr gut. Wir wollen nach Hause. Einmal hier diesen 90 Grad Berg hoch, bitte. Danke. Okay. Ja. Ich weiß es nicht. Aber der Kanal lernt dazu. Der Automod lernt dazu. Das habe ich auch schon schneller gesehen. Na? Rennen! Gott, ey. Das ist ein Berg. Gut, dass wir gut, dass wir ihn vorhin mitgenommen haben. Aufgelesen haben. Unseren durchsichtigen Freund. Warum auch immer. Vorhin war er nicht durchsichtig. Also. Er ist jetzt quasi das gläserne Haustier. Er war nicht gut. Aber er absorbiert unseren Damage. Das ist gut. Das ist in der Tat sehr gut sogar. Er tut mir ja schon leid, ne, da dabei. So, Tausender noch. Entschuldigung, Tausender noch. Dann sind wir hoffentlich ein ganzes Stück weiter. Was die Expedition angeht, ungefähr 1,5 Stunden haben wir noch. Plus minus, heute ist ja echt alles entspannter, die Kinder sind zu Hause. Ach, Sturmkristall, okay. Und das Wissen ist halt echt so, weiß ich nicht. Eigentlich sinnlos. Im Moment ist es sinnlos, die Wissenssteine mitzunehmen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum man in dieser Expedition das jetzt lernen sollte. Allgemein natürlich im Spiel, gar keine Frage. Aber in dieser Expedition jetzt speziell? So, hinter dem nächsten Hügel. Aber vielleicht weiß ich auch einfach was nicht. Könnt mich da sehr gerne aufklären. So, da ist auch unsere Hometown Base. Dann hauen wir jetzt erstmal den galaktischen Markt raus. Glaube ich.
also erforschen den. Und den mal schauen, ne? Wo war er? Hier war er. Gut, Mikroprozessoren. Drei Stück. Okay. Da. Ja, okay, ja, okay, ja. Ja, ja. Das stimmt, das könnte man natürlich machen. Daraus dann den eigentlichen Spielstand. Ja, okay. Das ist erschreckend überzeugend. Habe ich noch gar nicht dran gedacht, ja. Aber würde man das so spielen? Also ich habe das Spiel halt, ich sag mal, normal angefangen. Und erst als ich ein bisschen im Spiel war, habe ich dann mich an die Expeditionen gewagt, weil ich ja erstmal das Spiel kennenlernen wollte. So. Hm. Okay. Also Metallplatte, Silber. Mhm. Ah, da wäre ein Quantencomputer. Guck. Bam. Sehr gut. Hat der Tiger recht gehabt. Perfekt. Dankeschön. Was brauchen wir hier? Ein Resonator. Und ein, gut, da müssten wir tauchen irgendwie, ne? Die Druckkapsel. Das auf jeden Fall. Herox. Mal schauen, wo wir das dann herbekommen. Die haben wir. Das reicht noch nicht ganz, aber davon haben wir auf jeden Fall genug. Larvenkerne. Mal schauen, ich kriege ja jetzt erstmal sowieso grundsätzlich das hier. Mhm. Lass uns mal schauen, was wir hier noch so jetzt an Zeugs haben. Wegen mir können wir den installieren. Gott, das ist halt ein Durcheinander hier bei mir. Packen wir auch mal weg. Gut, wir... Wo ist denn die Raffinerie? Hau ein bisschen Kobalt rein. So viel brauchen wir auch gar nicht. Hm. Komm, 46 Sekunden soll für mich okay sein. So, in der Zeit gucken wir nochmal, was wir... Gut, der Larvenkern. Hm. Nun, wenn du zum Beispiel dann... Ja, okay, wenn ich ein S-Klasse fracht... Ja, 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 okay, ja, macht Sinn. Klar. Das stimmt, ja. Dass man dann sagt, gut, den alten Spielstand lasse ich. Ja. Ja, ja. Habe ich ehrlich noch nicht so gesehen, ne? Dass man dann quasi hier auf einem stabileren, also nicht hier, aber dann auf diesem oder einem ähnlichen Spielstand quasi besser aufbauen könnte. Okay.
wieder was gelernt, danke. Gab's das hier vielleicht zu kaufen? Nee, schade. Nee, das ist das falsche Menü. So. So, jetzt hätte ich den zwar sowieso bekommen, aber okay. Das macht mir nichts, weil wir haben es ja nur beschleunigt ein bisschen. Dann legen wir den da unten rein. Das wegen mir da runter, das wieder da hoch. Haupt. Technologie, auch in der Reihe. Ja, man lernt nie aus. In der Tat. In der Tat lernt man nie aus. So, das macht's auch noch mal besser. Na gut, was wäre denn jetzt der Resonator und das Feld? Wahrscheinlich ist es dann eher in diese Richtung, ne? Wir kümmern uns hier um, baue einen Transport, also Teleporter. Wie viel brauchen wir davon? Das könnten wir eigentlich sogar machen, einfach. Zwei Röhrchen. Zwei kriegen wir hin. So, Teleporter gebaut. Man möge meinen, man sollte ihn noch anschließen. Wegen mir können wir es so machen. Nee. Ich lande immer im falschen Menü, ne? Das tut mir leid. Neue Untersuchungsgerät. Quantencomputer und Resonator. Stromerzeugungsbaupläne. Mhm. Aber einen Resonator gab es jetzt hier nicht, ne? Den habe ich jetzt nicht zufällig einfach übersehen oder so, ne? Nee. Gab es bei dem einen? Nein. Okay, das heißt... Ich habe den Bauplan bekommen für einen Resonator. Gut, hier noch Energie jetzt. Ne? Die Hälfte haben wir. Wenn ja, wüsste ich nicht, wo ich ihn bauen soll. Weil hier, ne? Also wenn, dann würde ich ihn ja hier im Menü herstellen. Wir gucken mal, ich muss mich jetzt auch um... Hoppa. Auch eh nochmal um die Energie kümmern. Wenn, dann da, ne? Ja, okay. Und aber reicht das nicht? Nee, ne? 50, 100, einer fehlt noch. So, Energie wird erzeugt. Oder muss ich jetzt wirklich eins noch mehr bauen, weil weiß ich nicht was. In der Dezimalstelle gerade nicht ankommt.
jetzt doch. Ja, alles gut. Nö, ich denke mir auch, wir werden das schon irgendwie... Irgendwo werden wir es mit dran kriegen. Weil irgendwie müssen wir ja von diesem Planeten. So, Quantencomputerpläne. Rezept. Vielleicht war es auch einfach nur in einem Rezept mit dran. Das kann natürlich auch sein. Oh, ist ein bisschen aufräumen. Ein bisschen. Okay, also. Das haben wir durch. Das heißt, Phase 2. Bam. Abgeschlossen. Ein holographischer Kartenprojektor. Okay. Nee, das war falsch. So. Wir sind jetzt in Phase 3, ne? Ein Zimmer komplett. Da haben wir alles, haben wir auch alles mitgenommen. Wo meinst du? Also ich habe alles abgeholt. Hm, hier auch. Ja. Okay, repariere den Wellenantrieb. Entdecke 6 von... Okay, 2 Mineralien noch. Ein Extraktor. Magnetischer Resonator, da. Pläne bekomme ich hier. Ja, alles gut, alles gut. ihr weißt, der Delay ist manchmal ein bisschen hinderlich. Ne, alles gut. Okay, also zwei Mineralien bräuchte ich noch. Plane einen Wegpunkt. Noch einmal. Und halt extrahieren, ne? So, aber was von den Mineralien habe ich noch nicht gescannt? Das ist halt so... Hm. Und welche Tiere habe ich vor allem noch nicht? Ich würde behaupten, das ist nämlich unter Wasser. Hier habe ich ja alles, ne? Die Tiere würden mir angezeigt werden. Hm. Ich versuch's mal hier rüber. Mein Begleiter verfolgt mich eh. Die Sturmkristalle und so, das... Ne? Ich meine, das kennen wir. Das kennen wir auch. Einpacken. Hm. Einiges kann ich ja hier nicht sehen, ne? Gibt es sowas wie einen... wie einen Gleiter? Mit dem man halt nicht ins Weltall kann? Aber von den vom Basenbau her bin mir da jetzt nämlich nicht sicher. Nur dass wir vielleicht das abkürzen können und einfach halt schnell in irgendeine Richtung marschieren, wo zum Beispiel Wasser ist, weil jetzt hier so zu Fuß oder auch mit dem Begleiter. Dauert ja alles.